3, 2, 1. Gib ihm! So, willkommen zu einer kleinen Probeaufnahme. Nein, wir sind nicht auf dem Computer. Wir befinden uns in Forza Motorsport 5 und das auf meiner Xbox. Ich habe mir ein Produkt angeschafft, womit ich jetzt auch Spiele auf der Konsole aufnehmen kann. Hatte auf jeden Fall viele Vorteile, weil da kommen ein paar Spiele zusammen, auf die ich eigentlich Lust habe. Mit dem Bene können die auch zusammen spielen. Da gibt es natürlich auch Spiele auf der Konsole, die man vor allem im Splitscreen spielen kann. Das ist bestimmt auch ziemlich interessant. Ja. Hab mein, bleib stehen. Mein Mercedes ausgepackt. Nope. Ja, ist ja nur ein Kratzer. Und den hier. So. Boah, Sonne. Sonne. Ich bin Gamer, ich darf keine Sonne abkriegen. Ja, wie gesagt, nur eine kleine Testaufnahme, um die Elgato zu testen. Elgato ist eine Hardware, die man über HDMI-Kabel zwischen den Fernseher und der Konsole steckt. Dann geht ein USB-Kabel von der Elgato, ich sehe gar nichts gerade, von der Elgato direkt zu meinem Computer. Und dann kann ich das über die Software aufnehmen. Nur Mikrofon selbst muss ich parallel in einem anderen Programm aufnehmen und das dann hinterher zusammenschneiden. Wenn dann 1 Sekunde, 2 Sekunden Zeitverschiebung ist oder so, dann bitte entschuldigen. Ja, ich bin Anfänger. Tut mir leid. So, jetzt ein total verspätetes Intro. Willkommen bei Game Capture. Game Capture, Elgato. Capture the Games Germany ist am Start. Movies ist hier. Jawohl, ohne Bene. Kommt noch. Das wird auf jeden Fall lustig. Forza am Start. Was weiß ich, was haben wir noch am Start? FIFA am Start. Witcher 3 am Start. Portal am Start. Minecraft am Start. Alles am Start. Gucken, was sich da organisieren lässt. Ich mit meiner langsamen Rundenzeit. Ja, bisschen was reingesteckt in den komischen Mercedes hier. Aber ich fahre die Karre immer noch wie ein Smart. Aber das ist ja egal. Das ist ja egal. No! Das war knapp, kein Kratzer. Sonne. Bisschen Grafik zeigen hier. Ich nehme auf 720p auf, weil meine Leitung ist hochimportiertes Bambus und kein Glasfaser. Könnt auch 1080 aufnehmen, aber dann brauche ich glaube ich 2 Nächte, um das hochzuladen. Ah, Sonneneinstrahlung. Schilder, wer braucht sowas? Vor allem durch die Elgato kann man flüssig aufnehmen. Ja! Finde ich gut, ey. So, jetzt haben wir gleich schon das Ziel erreicht. 4 Minuten Testaufnahme, denke ich mal, das kann man akzeptieren. Bleibt mal hier stehen. Erstmal die Rundenzeit. Boah, meine Bremsscheiben sind kein bisschen am Glühen. Und vor allem nur vorne. Okay. Aber nur auf einer Seite. Okay. Naja. Egal. Also, ihr wisst Bescheid, wie es demnächst abgehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Kann man den hier machen. Oh, macht er jetzt, macht er jetzt, macht er jetzt.
Alles klar, Freunde. Also, kurzes 5-minütiges Video aus Forza Motorsport 5 mit der Elgato auf der Xbox One. Da wird demnächst mehr kommen. Ich hoffe mal, das funktioniert so einigermaßen gut. Und ja, ich würde sagen, haut da rein. Bleibt ihr auf jeden Fall wuschig. Wir sehen uns in den nächsten Videos mit der Elgato auf der Konsole. Haut da rein.